Wisst ihr, Leute, ich bin ja schon ein kleines bisschen von euch enttäuscht, ne? Dann fahre ich extra nach Friedrichshafen, 450 Kilometer auf die Aquafisch und ja, bin dort 2 Tage, treffe einen Haufen von euch und niemandem fällt mein neuer Goldfischohrring auf. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Auch in diesem Jahr stand natürlich zum zweiten Mal die Aquafisch in Friedrichshafen am Bodensee auf meiner Videoliste. Was ich dort so gesehen und erlebt habe, das seht ihr in diesem Video. Die Aquafisch ist unterteilt in 2 Ausstellungshallen. Eine mit Aquaristik und eine mit Angelsport. Zudem gab es auch in diesem Jahr in der Aquaristikhalle eine schöne Terrarienausstellung. Für Angler und Terrarienfreunde definitiv ein Besuch wert. Auf meinem Kanal widme ich mich, wie ihr wisst, der Aquaristik. Also wer sich eher für den Angelbereich und Terrarien interessiert, kann hier abschalten und bei einem der vielen anderen eifrigen Videomacher zuschauen. Es gab viele Fischarten zu bestaunen und zu erwerben. Von unterschiedlichsten Buntbarschen über Welse bis hin zu Lebendgebärenden und Salmlern. Von altbekannten und geschätzten Arten zu eher selten vertretenen Tieren wurde auch in diesem Jahr ein breites und üppiges Spektrum geboten. Viele Firmen, gewerbliche und private Anbieter hatten so einige Schätze zur Messe mitgebracht. Neben reichlich Süßwasser war auch meerwassertechnisch im Bereich Korallen etwas geboten. Ein weiteres Highlight waren die vielen Vorträge über Themen wie Algen- und Biotopaquaristik, um nur 2 der vielen zu nennen. Die große Kampffischausstellung und Versteigerung war auch ein Punkt auf meiner langen Liste, der nicht fehlen durfte. Viele beeindruckende Tiere wurden präsentiert und wechselten den Besitzer. Auch wenn ich nicht so der Freund von Zuchtformen bin, wie ihr wisst, lässt es sich erahnen, welch genetische Fachkenntnis und züchterische Arbeit in solchen Tieren steckt. Und davor ziehe ich meinen Hut. Selbstverständlich kamen auch Freunde wirbelloser Tiere auf ihre Kosten. Viele Garnelen, Schnecken, Krebse, Krabben und Muscheln in den schönsten Farben und Formen konnte man ergattern.
Natürlich gab es nicht nur Tiere, sondern auch jede Menge Technik in Form von Beleuchtung, Filtern, Heizstäben, über Düngesysteme zu sehen und zu erwerben. Auch Futter, Bodengrund, Pflanzen, Deko bis hin zur Literatur, Lebendfutter und ganzen Aquarien konntet ihr so einiges käuflich erwerben. Und man konnte sich mit Leichtigkeit ein komplettes Aquarium mit allem, was dazugehört, zusammenstellen. Eine Sache, die mich ganz besonders gefreut hat, war die Ausstellung der mexikanischen Hochlandkerpflinge mit der verbundenen Erhaltungszucht. Wäre schön, wenn der ein oder andere dieses Projekt unterstützt. In erster Linie zur Erhaltung dieser Tiere und ganz klar als ein weiteres Zeichen dafür, dass wir Aquarianer eben nicht ausbeuten und zerstören, sondern verstehen, erforschen und erhalten wollen. Link dazu wie viele andere in der Videobeschreibung.
So, Freunde, das war's jetzt mit dem Video von der Aquafish 2016 in Friedrichshafen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr, sehr Spaß gemacht. So ein Wochenende ist immer ganz schön anstrengend. Für mich war jetzt eine Wegstrecke von über 450 Kilometern. Für mich hat sich das voll und ganz gelohnt. Es war mir eine absolute Freude und eine Ehre, so viele von euch zu treffen und mit so vielen von euch auch ein bisschen quatschen zu können. Ich hoffe, euch ging es ebenso und ihr wart nicht zu sehr enttäuscht. Und einigen ist wieder aufgefallen, dass ich wirklich so klein bin, wie ich immer mache. Ja, warum blende ich hier jetzt Erfolg ein? Verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Und wie gesagt, ohne euch wäre ich einfach nur ein Typ, der Videos macht und es wird kein Schwein interessieren. Also vielen, vielen, vielen Dank. Es steckt da eine Menge Herzblut drin, es ist auch eine Menge Arbeit. Und manchmal treibt mich auch der ein oder andere Dreh ein bisschen zur Verzweiflung, weil es nicht so ganz funktioniert, wie ich das gerne möchte. Und wenn ihr dann sagt auf so einer Messe, hey, ist geil, was du machst, finde ich cool, dann ist es wirklich die ganze Scheiße manchmal wert, die so passiert bei so einem Dreh oder beim Schneiden. Ich kann echt gar nicht genug Danke sagen dafür. Ja, ansonsten möchte ich mich noch bei den ganzen netten anderen Leuten bedanken, von den ganzen Firmen und Ausstellern, die ich kenne oder dort jetzt kennengelernt habe. Ich haue euch einige Links von den netten Leuten, von ihren Shops und so weiter mal unten in die Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Falls ich jetzt einen vergesse, sagt mir bitte Bescheid, ich bin ein bisschen vergesslich, das wisst ihr ja, dann füge ich den natürlich noch nachträglich bei. Und ja, ich habe ein paar coole Sachen angeleiert, also es werden ein paar Projekte in den nächsten Monaten kommen, auf die ich mich sehr, sehr freue, wo sich auch einige Leute schon gewünscht haben, dass mal sowas kommt. Was es genau ist, möchte ich noch nicht verraten, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was freuen. Wird bestimmt sehr, sehr geil wieder. Und ja, ich möchte das Video eigentlich jetzt somit endgültig dann beenden, nachdem ich jetzt wieder ewig gequatscht habe. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich jetzt als Entschädigung unten in die Videobeschreibung schreiben, wie toll ihr den Ohrring findet und natürlich das Video liken. Lieber Tobi, wir können nicht in die Videobeschreibung schreiben, sondern nur in die Kommentare. Das solltest du dir so langsam mal merken können. Deine Witze sind nicht lustig und du bist scheiße. PS, dein Goldfisch-Ohrring ist voll cool. Liebe Grüße. John C. Ich sollte wirklich diese verkackten John Cena-Witze lassen. Nein. Bevor ich es vergesse, zum Schluss noch, bevor ich dann jetzt wirklich dann auch endgültig aufhöre zu quatschen, noch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Pressestelle der Messe in Friedrichshafen, dass ihr mir einen Presseausweis zur Verfügung gestellt habt. Danke dafür. Ich hoffe, das können wir nächstes Jahr auch wieder so machen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall sehr, sehr gerne wiederkommen. Ich finde die Messe geil. Es war jetzt das zweite Mal für mich. Ich möchte gerne nächstes Jahr das dritte Mal kommen und werde sehr wahrscheinlich dann noch das ganze Wochenende kommen, weil es gibt einfach so viel zu sehen und mit so vielen Leuten, mit denen ich gerne reden würde, dass die zwei Tage kaum ausreichend waren. Und ja, wir beenden dann jetzt das Video. Wenn ihr heute nichts mehr zu tun habt, könnt ihr natürlich wieder auf YouPorn vorbeischauen. Ans Ende des Videos schneide ich natürlich jetzt die ganzen Bilder, die ich mit zumindest einigen von euch machen konnte, hinten dran, weil ihr seid mir das Wichtigste an der ganzen Sache, beziehungsweise die Messe war für mich das Geilste, weil so viele von euch da waren. Als Dankeschön seid ihr das Highlight und das Ende des Videos und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video und ich bin raus hier. Tschüss.